Das schreckliche Ereignis von Berlin überschattet natürlich auch das Börsengeschehen. Auch wir hier sind alle tief betroffen. Doch auf die Entwicklung der Börsenkurse hatte es bisher keine Auswirkungen. Wir wollen jetzt natürlich trotzdem hier unseren Job so gut wie es geht weiter verrichten. Es ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen ist jetzt der Ausblick auf den nächsten Börsentag an der Reihe. Wir blicken auf die wichtigsten Konjunkturdaten am Mittwoch, dem 21. Dezember 2016. Da gibt es am Morgen um 5.30 Uhr den Gesamtwirtschaftsindex aus Japan für den Monat Oktober. Und dann wird eine ganze Weile wohl kaum recht viel passieren, ehe wir dann am Nachmittag um 15 Uhr aus der Schweiz den Quartalsbericht der Schweizer Notenbank SNB bekommen, der Schweizer Nationalbank, zur Geldpolitik und zur Wirtschaftsentwicklung des dritten Quartals. Da wollen wir also mal in unser Nachbarland hineinblicken. Um 16 Uhr gibt es dann die Angaben zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone. Es sind hier die vorläufigen Veröffentlichungen für den Monat Dezember. Ebenfalls um 16 Uhr gibt es Daten vom Immobilienmarkt in den USA. Da wird die Anzahl der Verkäufe bestehender Häuser bekannt gegeben. Hochgerechnet, aufs Jahr hochgerechnet, also annualisiert für den Monat November, erwartet man 5,52 Millionen Einheiten. Und um 16.30 Uhr gibt es dann wie fast an jedem Mittwoch noch die aktuelle Angabe der Rohöllagerbestände in den USA. Und natürlich ist das aktuell ja auch von besonders großem Interesse, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir ja nach dem Beschluss, nach der Einigung der OPEC und auch dem Statement anderer Nicht-OPEC-Staaten, die Fördermengen zu begrenzen oder zurückzufahren, leicht zurückzufahren, hatten wir einen starken Anstieg der Ölpreise, dann ist das Ganze wieder zurückgekommen. Und jetzt wollen wir natürlich anhand der Bewegungen, der Entwicklungen der Rohöllagerbestände überprüfen, ob es sich schon am Markt auswirkt oder eben noch nicht. Und das hat dann unmittelbare Rückwirkungen natürlich auch auf die Bewegungen der Ölpreise und letztlich dann auch auf die Bewegungen der Kraftstoffpreise etc. Deswegen werden da viele natürlich ganz besonders hinschauen.